Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute bauen wir die Halterung fürs Kennzeichen. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir die Sisibar an sich gebaut haben. Allerdings hat die Sisibar keine einzige Halterung und kein gar nichts. Dem wollen wir heute abhelfen. Legen wir einfach mal los. Attacke! Als allererstes haben wir ein flaches Metallstück vorbereitet. Ja, 3 mm stark ungefähr. Das soll eine Halterung werden für das schöne Ding hier. Das ist alles in einem. Das ist Bremslicht, normales Licht, Kennzeichenhalterung, alles in einem, wie gesagt. Und ja, abgesehen davon, geil sieht's aus. Dafür haben wir hier 2 Schrauben zur Befestigung und einen kleinen Kabelstrang. Man sieht da. Das Ding ist ja auch alles beschriftet eigentlich. Eigentlich ist es beschriftet. Wir werden nachher dann sehen, ob das soweit hinhaut oder nicht. Naja, ich schätze mal, da sind 3 Kabels, da können wir nicht viel verkehrt machen, denke ich mal. Ich habe gemessen den Abstand ab den Schrauben praktisch nach unten. Wie weit er ist und die Breite zwischen den Schrauben und ein bisschen mehr. Sprich die Breite, diese Breite von diesem ja, Schaumstoff-Ding ja. Also von der Aufnahme auf gut Deutsch gesagt. Mein Schraubstock ist ein bisschen zu klein, deswegen geht das nicht komplett rein. Ich habe hier von unten 7 cm abgezeichnet, also angezeichnet. Die Linie verläuft parallel zur rechten Kante. Deswegen haben wir das jetzt so mit dem Winkel. Ich habe ein Stück Winkel eingespannt. Und das werde ich jetzt versuchen zu biegen mit einem Hammer. So, was kommt dabei raus, wenn ihr das mit dem Hammer macht? Bei mir ist es jetzt nicht so tragisch, weil erstens ist die Seite unten und zweitens wird das eher weggeschnitten. Aber gebogen ist es, ungefähr zu 90 Grad. Jetzt schauen wir mal am Motorrad. Also ich muss das jedes Mal immer wieder anpassen beim Motorrad, ob das jetzt passt oder nicht. Das Teil soll hier dran, sprich diese Halterung muss hier dran befestigt werden und das Teil so dran. Wir sehen schon auch so, dass wenn ich das so dran befestige, dass der Winkel, dass der Totenkopf richtig nach unten guckt. Also muss es viel, viel stärker nach oben praktisch. Die Biegung muss viel, viel stärker sein. Das versuchen wir jetzt mal auch. Einzuspannen. Also zwischen den 2 Backen klappt das zwar nicht. Deswegen habe ich das Metallstück nach hinten gemacht und versuche mal das so zu verbiegen. Ich glaube, es klappt sogar. Mal schauen, wie weit wir das hinkriegen. So, wir haben das gerade dran gehalten. Für euch ist es gerade, für mich sind es 2 Tage rum. Auf jeden Fall, wir haben das zusammen gerade dran gehalten. Und ich habe schon gesehen, ich weiß nicht, ob man das direkt im Video so sieht, aber auf jeden Fall, wenn man das so dran hält, ist es ein bisschen doof, weil das Teil ist zu lang noch. Das ist genau das Teil, wo ich gehämmert habe. Also man sieht, das ist ja die Abdrücke vom Hammer. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist egal, weil das ja eh abgeschnitten wird. Und jetzt haben wir ja das Problem, wenn man das dran hält, ist es zu lang und man sieht das schon am Motorrad, dass es gar nicht so richtig passt. Also schneiden wir hier das Stück ab, dass es ungefähr so wird wie das Teil, ungefähr so das andere auch. Sprich, die 2 Enden gleich. Ich mache das Pi mal Daumen, sprich, ich messe das hier einmal, das ist 7,3 oder so, also so praktisch. Und dann mache ich das so rum, und messe hier auch 7,3 ab. Das mache ich alles mit dem Bleistift. Sprich, so. Sprich, so praktisch. Ne? Das mache ich, wie gesagt, an dieser Kante. Pi mal Daumen reicht ja. Das wird ja eh dann im Endeffekt noch geschliffen und alles Mögliche noch gemacht. So, Hauptsache, man arbeitet jetzt so nicht allzu schlampig, sonst wird es auch doof.
Oh, jetzt schön einspannen. Eine Stunde später. Ich glaube, so kann das Video richtig lang werden. So. Sicherheitshinweis. Aufpassen, wenn ihr mit der Flex arbeitet. Sicherheitsbrille tragen und wenn ihr eine Arbeitsjacke anhabt und drunter vielleicht T-Shirt oder vielleicht sogar gar nichts drunter habt, die Arbeitsjacke unbedingt zumachen, weil im Endeffekt das fliegt alles da rein und das ist saumäßig heiß und dann währenddessen, wenn man was schneidet und da fällt ja irgendwas rein, irgendwas ganz schön heiß ist, dann verreißt man die Flex und dann ist das Teil gleich ruiniert und man verbrennt sich eventuell, was auch nicht so schön ist, ne? So, na dann würde ich sagen, Attacke. Angezeichnet habe ich ja, wie gesagt, eine gerade Linie, einfach abschnippeln. So, da müsst ihr vorsichtig sein. Wenn ihr das abgeschnitten habt, am besten nicht gleich anfassen. Bei uns ist es gerade richtig kalt und ich merke das an den Händen. Wenn ich das Metall halte, merke ich das nicht gleich, aber man verbrennt sich ziemlich schnell. Gerade hier bei so einem Metall, was relativ dick ist, es wird richtig, richtig doll heiß. Gut. Au, heiß. Jetzt haben wir hier so ein V-Stück praktisch, ne? Das können wir jetzt zu Ende biegen. Sprich, ich kann das jetzt richtig schön einspannen. Auch mit einem kleinen Schraubstock kann ich das sogar richtig schön einspannen. So. Bisschen verbiegen. Am besten nicht zu sehr. Sonst haben wir ein Problem. Sonst guckt mein Rücklicht irgendwo nach oben. So. Wie ich schon vorhin gesagt habe, sollte diese Halterung an das, an diese Schraube befestigt werden, sprich so mittig ungefähr. Wir halten das erstmal alles dran und gucken, ob das so ungefähr passt. Also halten wird das ungefähr so, Pi mal da, ein bisschen tiefer. Und die Neigung wäre dann ungefähr so. Ich würde sagen, Pi mal Daumen jetzt, Pi mal Daumen ist der Totenschell gerade. Da nämlich muss man drauf aufpassen, dass der so ist, in dieser Position. Nicht so und nicht so, übertrieben gesagt jetzt. Weil wenn das so ist, dann guckt er nach unten und man sieht das eventuell nicht gleich von Autos, was dahinter fahren. Wenn das nach oben ist, dann könnte es auch jemand blenden, weil hier sind LEDs drin. Die sollten eigentlich auch recht stark sein. Wie gesagt, die Halterung kommt hier so dran und das kommt hier so dran. Als nächstes müssen wir mal hier bei dem Teil hier ungefähr die Mitte markieren. Die Mitte hier markieren. Mache ich natürlich mit Abmessen, mit alles drum und dran. Und dann kann ich das schon die ersten Löcher bohren, würde ich behaupten. So, wir sind jetzt einmal rüber an unserer Bohrmaschine. So, das heißt, ich habe hier markiert schon. Einmal für Kennzeichenbeleuchtung und Bremslicht. Dann muss ich das einmal mit dem Körner einkernen. So, einmal da und einmal da. Jedes Mal, wenn ihr sowas macht, schön nachmessen danach. Also der ist perfekt und der ist auch ganz gut. Supi. Jetzt gucken wir hier. Gucken wir hier. Das ist nicht so ganz perfekt gemessen. Das muss nämlich hier sein. Sprich 3,5. Das ist 7 cm breit, das Blech. Und genau in der Mitte wären wir bei 3,5 cm. Das siehst du hier, muss ich stanzen. So, schön aufpassen. Ich habe hier in meiner Werkstatt ein schlechtes Licht. So. Machen wir nochmal. So. Jetzt messen wir nochmal. So.
Oh ja. Sagen wir, es ist 3,5. So ganz genau, denke ich mal, ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn es jetzt nicht 100% genau ist. Abweichung von Zehntel Millimeter ist, denke ich mal, erlaubt. Einspannen. Stelle ich mal die Position. Übrigens, ich habe das jetzt trocken gebohrt. Ihr könnt dazu Schmieröl nehmen bzw. spezielles Bohröl. So, wie gesagt, wir haben hier die zwei Löcher fürs Bremslicht und hier das eine Loch für den Kotflügel als Halterung. Na, dann würde ich sagen, schrauben wir das einmal dran. Attacke. So, ganz toll anziehen brauche ich das jetzt nicht. So anheften, dass es in der richtigen Position ist. Und dann sollte das ja auch schon passen. Eigentlich. Eigentlich. So und so. Die erste Vormontage ist immer ganz spannend, finde ich. Da sieht man erstmal, wie das Ganze sitzt, ob das richtig sitzt oder ob das überhaupt nicht richtig sitzt. Auf jeden Fall läuft das auch jetzt auch nicht allzu fest, dass wir hier gleich was verbiegen. So, jetzt kann ich erstmal gucken. Man sieht da, ob das gerade ist, ob der Winkel stimmt, ob irgendwas noch verbogen werden müsste. Eigentlich würde ich sagen, sieht das eigentlich recht gut aus. Also der Totenkopf, der schaut richtig nach hinten. Machen wir mal die Augen ein bisschen auf. Gucken schon. Gut, 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 gut. Der hat hier noch eine Beleuchtung nach unten. Ich würde sagen, das passt schon. So wie es ist. So gefällt mir das natürlich nicht und so möchte ich das natürlich auch nicht ans Motorrad dran schrauben. Also, wenn ihr so einen Winkel habt, das Ding hat so einen 45 Grad Winkel, sprich so anlegen, anzeichnen, die andere Geschichte genauso, die andere Seite, so anlegen, so anzeichnen, Pi mal Daumen, so und so. Ich will die Ecken einfach weg haben. Dann habe ich für die andere Seite eine Schraube mit einer Unterlegscheibe reingeschraubt. Das markiere ich mal. Also einmal drum herum ziehen. Dann haben wir so ein schönes Kreis. Klappt nur leider nicht immer so schön, wie man es gerne hätte. Aber so. So, dann schaue ich mal, dass ich das umgedreht mache. Ich mache das ungefähr Richtung da und da. Einmal da und da. Und einmal das gleiche von der anderen Seite. So. Sollte schick. Jetzt kann ich das wieder rausdrehen. Die Schraube kann wieder raus. So sieht meine Zeichnung aus. Das brauchen wir jetzt bloß hier einmal drum schneiden, drum schnippeln. Mit der Flex versuche ich das jetzt gleich. Und hier möchte ich die Ecken weg haben. So sieht das zurzeit aus. Ich habe so einen Doppelschleifblock, an dem schleife ich das jetzt auch.
Und dann. Jetzt haben wir hier überall scharfe Kanten. Das möchte ich so natürlich nicht haben. Das mache ich jetzt. Die ganzen scharfen Kanten mache ich per Hand mit dieser Feile ab. Das ist am besten und man kann hiermit am genauesten arbeiten. Weil ich will hier, ab jetzt, will ich hier nämlich auch keine Kratzer mehr drauf haben und gar nichts. Weil das Teil wird so, wie das jetzt ist, wird es dann auch lackiert. So sieht das Ergebnis aus. So, das Teil, so wie das jetzt ist. So sieht das Ganze aus, mein Freund. Alles schick, alles gut. Die Halterung ist dran, es passt auch alles wunderbar. In dieser Folge fertig, nicht lackieren, nicht versiegeln, gar nichts, weil das will ich dann auf einmal machen, wenn alles fertig ist. An dieser Stelle möchte ich mal Tschüss sagen, schön wieder einschalten, bis zum nächsten Mal.